Kamera laufen. Yeah, und da ist sie, Jule Herrmann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt begeistert. Also du machst echt wirklich einen richtig, 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 richtig tollen Job. Dankeschön. Konntest du denn vor den Dreharbeiten schon reiten oder musstest du es vor dem Film jetzt erst lernen? Ich bin damals, haben wir manchmal Ferien auf Reiterhöfen gemacht und da bin ich hin und wieder mal geritten. Aber für den Film habe ich nochmal extra reiten gelernt. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass der Film ja gerade für viele Mädchen wahrscheinlich eine ganz besondere Bedeutung hat, weil sie eben auch mit Wendy aufgewachsen sind und eben auch Wendy gelesen haben. Wie ist das bei dir? Ich habe früher jedes Mal, wenn ich mir ein wenn ich mir früher ein Heft aussuchen durfte, war es immer Wendy und ich lese das jetzt immer noch manchmal und ich hatte wirklich stapelweise und ich habe sie immer noch alle. Was bedeuten Pferde ganz persönlich für dich? Es ist halt, es tut gut, bei Pferden in der Nähe zu sein und sie sind halt so süß und sie sehen auch sehr schön aus. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass du ein Filmpferd hattest, Larimar heißt das, glaube ich. Genau, Larimar. Was wir auch kennen als 33 aus Ostwind 2, soviel ich weiß. Kannst du mal ein bisschen was zu Larimar sagen? Also jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter, so welche Macken, welche Eigenheiten hat er? Also Larimar ist ein sehr witziges Pferd, also er kann unglaublich viele Tricks, er ist super trainiert und auch richtig, richtig zutraulich und lieb und er hat ja auch was ganz Besonderes, er hat ja so blaue Augen und die finde ich persönlich auch total schön und ja, der ist echt witzig, einfach. Ich finde die Augen so ein bisschen spooky irgendwie, weil die halt so irgendwie so hell sind, so, sonst haben die Pferde ja so diese dunkelbraunen Augen irgendwie so. Ja. Gab es große Herausforderungen beim Dreh für dich, also Dinge, wo man sich wirklich erstmal überwinden musste? Es gibt ja im Film, gibt es eine Szene, wo Vanessa, die Rivalin von Wendy, sie in den See schmeißt. Und dafür hatte ich ein spezielles Tauchtraining und das war schon eine Herausforderung für mich, weil ich nicht so gut bin in lange Luft anhalten und so richtig mit Sauerstoffflasche und allem Pipapo, das war ziemlich aufregend. Was ich sehr interessant finde, denn im Film ist diese Sequenz ja vielleicht 30 Sekunden, das sind vielleicht so 3-4 Bilder, aber natürlich dauert sowas immer länger, bis das gedreht wird. Also beschreib mal die Situation, also wie lange hat das gedauert und mit den Tauchern, das klingt so wie so ein James-Bond-Film, dass du dann immer sozusagen ein bisschen Luft bekommst und dann wieder irgendwie gedreht wird. Beschreib mir das mal. Also wir haben in einem Schwimmbad gedreht und da haben die so einen schwarzen Vorhang in den Hintergrund genommen und es war einfach total eine richtig coole Atmosphäre da, weil alle waren aufgeregt und dann haben wir vorher noch mal kurz trainiert und so ein bisschen mit den Sauerstoffflaschen und dann sind wir halt ganz tief runter und das war ziemlich spannend einfach, weil, ja. Okay, mal Hand aufs Herz, bist du auch im wahren Leben schon mal vom Pferd gefallen oder? Es ist sehr lange her, als ich das erste Mal galoppiert bin auf so einem Pony und da war ich ja noch nicht sicher und ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. Und dann hing ich wie so ein nasser Sack rechts, bin ich fast runtergefallen. Also fast, also ich bin noch nicht runtergefallen, aber fast. Was glaubst du, warum reiten so viele Mädchen? Also was ist so auch für dich ganz persönlich so dieses Besondere an Pferden, dass du wirklich sagst, Mensch, irgendwie so, das ist es. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil es sind einfach, ich weiß darauf ehrlich gesagt keine Antwort. Weil sie so groß, weil sie so stark sind oder weil die schön sind. Viele Frauen sagen ja auch, Pferde riechen gut, das finde ich als Mann zum Beispiel eher weniger. Ja, also mit Pferde kann man ja kennenlernen, man kann sich mit ihnen verständigen und versuchen sie zu verstehen und das macht ja Spaß, so versuchen sich mit ihnen zu verständigen und dann auch noch auf ihnen sitzen zu dürfen. Und es gibt ja diesen Spruch, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde und so. Und das ist, glaube ich, das, was viele so zu den Pferden hinzieht. Okay. Was bedeutet denn die Schauspielerei ganz persönlich für dich? Du bist jetzt ja auch bei Tim Thaler mit dabei. Ist das jetzt so eine Art Traumberuf oder sagst du einfach nur, das ist halt eben jetzt was, wo man jetzt eben auch ein bisschen schön das Taschengeldkonto aufbessern kann, aber vielleicht nichts für die Zukunft, weil du vielleicht irgendwie nachher mal Juristin werden willst oder Ärztin oder sowas? Also ich wollte halt schon immer Schauspielerin werden und es ist im Moment, es ist schon mein Traumberuf, aber jetzt möchte ich erstmal die Schule zu Ende machen und ich habe ja noch Zeit. Ich bin ja erst 12. Du bist ja erst 12, aber hast dafür schon wirklich eine Menge irgendwie an Erfahrung gesammelt. Also das ist schon, wo ich mir sage, Hut ab. Wie viel Zeit haben wir noch? 4. Oh, sehr gut. 3,5. Okay, prima. Wie hast du angefangen? Also ich meine, warst du zufällig beim Casting irgendwie so? Haben die dich auf der Straße angesprochen, Talentscout oder sowas? Wie hast du es geschafft, jetzt irgendwie doch schon irgendwie, ich sag jetzt mal, 2 wirklich große Filme zu drehen und da waren auch noch ein paar andere Rollen, die du gespielt hast? Also
Wie gesagt, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Wenn ich Filme früher geguckt habe, wie Pippi Langstrumpf oder so, habe ich mich schon immer gefragt, wie geht denn das? Und dann habe ich meine Eltern die ganze Zeit gefragt, gelöchert und bis sie mir dann überhaupt erstmal erlaubt haben, in ein Agenturcasting zu gehen, eine Schauspielagentur. Und dann bin ich da hingegangen und es war schon sehr aufregend und dann war ich plötzlich in einer Agentur und dann ging das so langsam los und ich bin ganz normal, bin ich immer zu Castings gegangen und dann kam mal der ein oder andere Film. Okay, letzte Frage noch. Was war so der schönste Moment beim Dreh? Gibt es vielleicht so eine witzige Anekdote oder sowas? Also es gab mal eine richtig witzige Panne am Set, das war mit Larimar. Da hat er mitten im Take Pups und das war schon sehr witzig. Oder auch die Szenen, wo Wendy und Dixie auf den Wiesen stehen und einfach schmusen und spielen und so. Und das waren so die schönsten Momente. Wunderbar, perfekt.